Herzen des Bayerischen Waldes, in dem beschaulichen Ort Arrach, ist die Spezialitätenbrennerei Drechsler zu Hause. Seit über 30 Jahren werden in dem Familienbetrieb Liköre, Obstbrände und andere Köstlichkeiten hergestellt. Neben den traditionellen Bayerwald-Spirituosen wie Bärwurz und Blutwurz gibt es noch etwa 70 verschiedene Sorten. Es werden nur ausgewählte Rohstoffe und erstklassige Obstsorten verwendet. Selbstverständlich findet die komplette Herstellung im eigenen Haus statt. Viele der Spezialitäten sind sogar DLG prämiert, eine begehrte Auszeichnung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. In der gemütlichen Probierstube können Sie nach Herzenslust die Spirituosen verkosten. Seit einiger Zeit beschreitet man hier ganz neue Wege. Die Herstellung von Single Malt Whisky. Wer glaubt, das gibt's nur in Schottland, der irrt. Dem Brennmeister Reinhard Drechsler ist es gelungen, einen einzigartigen Single Malt Whisky zu kreieren. Zuerst wird das Gerstenmalz zu Malzmehl vermahlen. Das Malzmehl wird in Maischebottich mit ca. 50 Grad heißem Wasser versetzt. Die Gerstenmaische wird anschließend langsam auf ca. 75 Grad erhitzt. Durch die Temperaturerhöhung verwandelt sich die Stärke allmählich in Malzzucker. Danach wird die Maische auf 20 Grad abgekühlt und anschließend die Hefe untergerührt. Die Zuckerlösung wird in einen Gärbottich gepumpt. Die Gärdauer beträgt 3 bis 5 Tage. Es entsteht eine bierähnliche Flüssigkeit, der sogenannte Wash. Nach der Gärung kommt der Wash in die Brennblase. Der Malt Whisky wird in 300 Litern Kupferkesseln zweimal destilliert. In der ersten Destillation entsteht der Rohbrand. In der zweiten der Feinbrand. Vor- und Nachlauf werden dabei getrennt. Für den Malt Whisky wird ausschließlich der Mittellauf, das sogenannte Herzstück, verwendet. Whisky, ein Begriff, der seine Wurzeln in der schottisch-gälischen Sprache hat. Uschkebar nannte man den Whisky im 16. und 17. Jahrhundert. Das bedeutet Lebenswasser. Der Legende nach waren es christliche Mönche, die als erste dieses Lebenswasser destillierten. Der letzte, aber auch der wichtigste Schritt in der Whiskyproduktion besteht in der Reifung. Der frisch gewonnene Mittellauf wird mit Bergquellwasser auf ca. 60% herabgesetzt und in neue Eichenfässer gepumpt. Nach 6 bis 8 monatiger Lagerung wird der Whisky in gebrauchte Wein- und Sherryfässer umgefüllt. Mindestens 3 Jahre reift der Whisky hier heran. Je länger, desto milder und umso besser wird der Whisky. Original Drechsler Single Malt Whisky. Ein einzigartiger Genuss aus dem Bayerischen Wald.